Ja, ich versuche das dann nochmal mit dem Missverständnis. Ich sagte ja, es gibt täglich Missverständnisse. Das mit meiner Frau sage ich jetzt nicht mehr. Doch, ich glaube, das größte Missverständnis, das gibt es jetzt bei uns hier auf der Bühne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um die Einwohnerzahl von Trappenkamp zu erhöhen, um damit die Fusion von Trappenkamp und Bonhövitz wieder rückgängig zu machen, hat der Bürgermeister beim Hauptausschuss eine Eingabe gemacht, über die abgestimmt und positiv beschieden wurde. Bei Ehepaaren, die nach 5 Jahren Ehe noch kein Kind haben, erscheint sodann ein männlicher Mitarbeiter der Gemeinde, der verpflichtet ist, alles Notwendige zu übernehmen, was eine Frau zur Mutter macht. Die nachfolgende Geschichte ereignete sich am Morgen des 6. Hochzeitstages eines kinderlosen Ehepaares. Also Liebling, ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich vermute, heute wird der Mann von der Gemeinde kommen. Und er wird kommen. Mach bitte alles, was er von dir verlangt. Ja, Schatz. Ich mache alles das, was er von mir schließt. Fahr vorsichtig zum Karneval. Die Frau macht sich hübsch und pudert sich die Nase. Es klingelt an der Haustür. Vor der Tür steht ein Fotograf, der sich in der Haustür geirrt hat. Eigentlich wollte er eine junge Familie besuchen, um von deren Nachwuchs Babyaufnahmen zu machen. So nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ding Dong! Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, junger Mann. Sie wissen sicherlich, weshalb ich komme. Ja, ich weiß. Ich weiß. Komm, gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Ja, wie ist Ihr Name? Schwengel ist mein Name. Ja, bin Spezialist im... Ich weiß, also... kommen Sie doch erst mal rein und nehmen Sie doch Platz. Ja, wunderschön. Mensch, haben Sie ein großes Wohnzimmer. Ja, Ihr Mann ist doch sicherlich damit einverstanden, oder? Ja, wir haben soweit alles besprochen und ich nehme die Sache so, wie es kommt. Ja, wunderbar, denn können wir doch eigentlich gleich anfangen. bitteschön. Nimm Sie doch Platz. Ja, danke schön. Oh, schön haben Sie es hier. Ja. Tolle ausgestopfte Tierköpfe an der Wand hier. Können wir anfangen, wenn Sie soweit sind. Oder... Ja, aber ich bin es nicht so gewohnt, wie es die Gemeinde fordert, es zu tun. Also ich schlage Ihnen vor, warten Sie, wie ich mich so umgucke. Ich denke mal, wir sollten vielleicht ein-, zweimal auf dem Sofa, vielleicht einmal auf dem Stuhl oder zweimal. Auf dem Fußboden machen wir 3-4 Dinge. Oh. Und dann würde ich sagen, vielleicht nochmal in der Badewanne oder so. Psst. Auf mein Bett. Und in Ihrer Hängematte denn noch einmal. Und wenn das Wetter das zulässt, gehen wir nochmal raus im Garten. Sind Sie da wirklich sicher? Ich meine, auf dem Fußboden, in der Hängematte, draußen im Garten, auf dem Sofa, auf dem Stuhl. Wie soll ich das aushalten? Wissen Sie, liebe Frau,
Nicht einmal der Beste von uns kann garantieren, dass das glatt beim ersten Mal klappt. Aber ich denke mal, so bei 6 bis 7 Versuchen, da sollte das schon was werden. Ja, dann können wir es ja mal vielleicht probieren, oder? Ja. Ich bin da nur sehr unsicher, was das angeht. Ja, wenn Sie wollen, ich habe auch noch ein paar Muster dabei. Muster? Ja, und hier habe ich auch noch meine technischen Hilfsmittel. Ja. Sagen Sie auch, da fällt mir ein, haben Sie eigentlich noch Batterien im Haus? Ja, ich glaube, mein Mann hat auch so ein Gerät. Wunderbar. Da werden irgendwo noch ein paar Batterien liegen, glaube ich. Wollen Sie mal sehen, hier mein Equipment? Ja, vielleicht lieber erst die Muster. Okay, erst die Muster. Ich habe einiges mitgebracht. Guck. Auch? Ja. Ein Fotograf? Okay. So. Ich bin also weg. Jetzt komm, ich komm ein Stück dichter. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ja. So was machen wir auch. Also hier. Ja. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Sehen Sie dieses Baby hier? Ist das nicht ein Meisterwerk? Ich brauchte 4 Stunden dafür, aber es ist eine Schönheit geworden. Ja, hübsch. Sehr hübsch. Aber 4 Stunden? Ja. Oder schauen Sie sich dieses an. Es wurde auf dem Dach eines Omnibusses gemacht. Das war ein Stück Arbeit, kann ich Ihnen sagen. Ja. Ich habe noch nie gehört, dass man auf einem Dach eines Omnibusses ein Kind gemacht hat. Ja. Doch. Das ist wirklich nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Und mir als Fachmann, kann ich Ihnen sagen, ist diese Arbeit ein Genuss. Ja. Aber hier noch ein anderes. Das habe ich am helllichten Tag im Berliner Ring gemacht. Nein! Erzählt. Damit hat es noch eine besondere Bewandtnis. Der Mann der glücklichen Mutter dieses Kindes, der Betreiber eines gut laufenden Imbiss hier im Ort, Yogi, wollte dieses Kind sein Imbiss noch bekannter machen lassen. Ich? Am helllichten Tag? Im Berliner Ring? Ja. Aber was ich besonders in meiner Karriere vollbracht habe... Alter Schwede, was hast du daraus geholt? Ist die das hier? Wenn ihr das sehen könntet, echt. Ich kann es. Alter, wenn das... Nur machen Alter, das. Alter, ich sag's dann traurig, okay. Oh, Zwillinge! Ja, gnädige Frau, erstaunen Sie nicht, wahr? Ja. Ich bin auch sehr stolz auf mein Werk. Es sind auch die schönsten, aber wirklich die schönsten, besonders hier im Dach, ja. Die schönsten, die ich hier gemacht habe. Ich schuf sie an einem Nachmittag im Erlebniswald Treppenkamp, während es schneite. Nein. Du lieber Gott, wieder am helllichten Tage und dann im Erlebniswald? Bei Schnee. Bei Schnee? Ah, da steht's ja, genau. Ja, von 11 Uhr vormittags bis 5 Uhr abends hat es gedauert. Ich habe nie was erspielt. Bitte guck mir an. Und dann die vielen Zuschauer. Was? Zuschauer? Waren auch noch dabei? Ja, einige. Da waren die Kollegen. Moment, ich muss ja sagen, wer hat denn da alles zugeschaut? Ja, da waren so einige. Die Kollegen vom Bauhof. Die Kollegen vom Bauhof. In den orangen Anzügen, ne? Richtig. Und hier die Feuerwehr war da. Ja, das ist normal. Und, Mensch, wie heißen die dicken Vögel noch hier? Die Wandertrappen. Die Nein! Nein! Stellen Sie sich 6 Stunden unter solchen Schwierigkeiten vor. Selbst Wachmeister Möller muss nur noch helfen, den Verkehr zu regeln. Eigentlich wollte ich ja noch ein paar machen, aber die Eichhörnchen hatten schon angefangen, an meinem Apparat rumzuknabbern. Verzählen Sie mich da hier alle. Nein.
Familie. Die Frau guckt verwirrt und stöhnt vor sich. Das mache ich doch gerade. Jetzt kommst du. Ja, was meinen Sie denn? Können wir jetzt anfangen? Jetzt schon? Ja. Ja, gut, dann mal los. Ja, wunderbar. Dann kann ich ja schon mal meinen Ständer rausholen. Nein! Oh, Sie haben Kreis- und Nahausfall, Sie Kerl. Liebe Kameradsfreunde, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Was ist da los? Das waren Sie, unsere FKK-Mitglieder. Lars Weich und unser Sigi. Den beiden einen dreifachen Trappengang. Hello! Trappengang. Hello!